Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom LS22 mit dem Emergency Pack. Mittlerweile könnte man fast meinen, dass der Landmaschinenhändler hier die zweite Feuerwache geworden ist, weil ja, hier unsere Fahrzeuge halt noch rumstehen. Ist ja aber egal. In der letzten Folge haben wir uns diesen neuen Unimog bzw. Firemog angeschaut und wir haben auch die Düse bzw. diesen Wasserwerfer, den wir hier oben auf dem Dach haben, mal ausgiebig bei einem Brandereignis auf einem Feld getestet. Und wie ihr hier sehen könnt, man kann ganz komfortabel vom Fahrerhaus aus einen Brand löschen, muss nicht mal mehr aussteigen. Wunderbar. Aber darum wird es in diesem Video nicht gehen, weil wie im letzten Video schon angekündigt, würde ich sehr gerne mal diesen Einsatz machen mit der Katze auf dem Baum. Und deswegen hoffe ich mal sehr, dass der jetzt allmählich mal aufpoppen wird. Beziehungsweise wenn ich hier einen Einsatz anfordere, dass der dann auch mal zur Verfügung gestellt wird. So, also dann machen wir mal Einsatz starten. Unfall. Nein, tut mir leid, das können wir heute leider nicht machen. Oh ja, da haben wir es. Es gibt einen Notfall. Wir haben eine Meldung einer besorgten Bürgerin über eine Katze auf einem Baum erhalten. Wir markieren dir den Einsatzort. Jawohl. Das wird auf jeden Fall gemacht. Dem Kätzchen wird schnellstmöglich geholfen. Aber ich glaube, dafür nehmen wir doch eher den anderen, weil bei dem haben wir hier auch noch ein paar Leitern. Und ich schätze mal, das wird uns bei der Katze durchaus eher helfen als der Wasserstrahl. Weil wir haben ja eher nicht vor, die Katze mit dem Wasserstrahl vom Baum zu schießen. Das wäre eher nicht so gut. Und deswegen machen wir das dann mit der Leiter. So, wo müssen wir überhaupt hin? Wo ist das Ganze? Ah, hier. Gar nicht mal allzu weit weg. Also sogar, ja, hier im Dorf. Stadt würde ich das jetzt hier nicht nennen, aber Dorf kann man schon sagen. Sirene machen wir auch nochmal kurz an. Ja, das war wieder der Blinker. Kurz, damit die Leute wissen, dass sie Platz machen sollen. Damit die Katze auch nicht zu lange auf dem Baum bleibt, das wollen wir auf gar keinen Fall. So, da sind wir. Hol das nächste Hilfsmittel vom Fahrzeug. Okay, so parken wir erstmal. Ja, Sirene aus. Schön parken, damit der Verkehr noch zumindest ein bisschen durchfließen kann. So, platziere die Leiter. Okay, machen wir. Wer hupt hier schon wieder? Hallo, Entschuldigung. Sie sehen, dass hier ein Feuerwehreinsatz ist. Also bitte nicht hupen, sondern außen rumfahren oder ein bisschen Geduld haben. So, wo sind wir jetzt? Wo ist die Katze? Ich glaube hier hinten mehr. Wo ist denn diese Katze? Ich sehe sie nicht. Wieso ist da eigentlich ein Baum in einem Haus? Ist das irgendwie, sehe ich das hier gerade falsch oder... Hä? Ist da wirklich ein Baum aus dem Haus gewachsen? Okay, ich habe sie jetzt mal irgendwo platziert. Wo ist sie jetzt? Wo ist jetzt die? Ah, hier ist die Leiter. Muss ich jetzt da tatsächlich... Also ich glaube, irgendwie ist hier ein bisschen was verbuggt. Rette die Katze vom Baum. Ja, das machen wir. Wir gehen jetzt hier hoch. Wir kommen jetzt hier nicht weiter. Ja, erstmal das Ding hier weglegen. Nee. Also irgendwie weiß ich nicht. Das sieht mir falsch aus. Rettet die Katze. Ja, ich klicke links. Ich sehe hier auch absolut keine Katze. Das ist hier alles ein bisschen verbuggt. Sorry, also das ist nicht so gut jetzt. Ich glaube, ich muss mir hier mal einen kleinen Überblick verschaffen. Deswegen... Mal gucken, ob ich irgendwie aufs Feuerwehrauto drauf komme. Jawohl. So, jetzt, ja. Jetzt sehe ich tatsächlich auch nicht viel mehr. Vielleicht. Ja, das ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach. Wieso ist hier. Ich verstehe es immer noch nicht. Wieso wächst hier ein Baum aus einem Haus raus? Das kann doch irgendwie. Irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Ich glaube, wir müssen hier den Einsatz abbrechen. Weil das wird hier nichts mehr. Wie soll ich denn da hochkommen? Und ich sehe nicht mal die Katze. Ich muss hier durch diesen Balkon hochsteigen.
Nee, also hier muss ziemlich sicher irgendwas verbuggt sein, deswegen müssen wir hier mal leider abbrechen. So leid es mir tut für die Katze, aber das macht halt leider keinen Sinn hier. Damit, ja, hier sehen wir auch nicht wirklich mehr. Einfach Baum aus dem Haus. Ja, vielleicht ist es ein neuer Wohntrend, ich weiß es nicht. Also, falls ihr das besser wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was man hier besser machen kann. Aber für mich sieht das ein bisschen verbuggt aus. Deswegen werden wir den Einsatz jetzt leider abbrechen müssen. Und, ah ja, okay, jetzt auf einmal ist der Baum wieder weg. Hier spawnen anscheinend Bäume, zufällig, mitten in Häusern. Okay, also, ja. Dann machen wir mal direkt den nächsten Unfall. Ne, Unfall wollen wir nicht. Strohballen. Ja, das hatten wir letztes Mal. Das wollen wir auch nicht. Nochmal Strohballen. Ölspur. Oh ja. Ölspur hört sich gut an. Das machen wir auf jeden Fall. Mal schauen, wo wir hin müssen. Ja, geht nicht allzu weit. Nochmal kurz die Sirene an. Und dann auch wieder aus. Weil es dann doch auf Dauer etwas zu laut wird. Da wären wir auch schon direkt bei der Ölspur. Und die ist. Oh. Oh je, okay, ich sehe schon. Angekommen bei der Ölspur können wir direkt mal anfangen, die Stelle abzusichern, dass hier keiner mehr reinfährt. Also das ist ganz eindeutig eine Ölspur. So, und jetzt Ölbindemittel auf die Flecken drauf streuen. Jawohl. Das geht eigentlich ganz gut. Also hier sind die Triggerpunkte wesentlich angenehmer und besser gesetzt als jetzt zum Beispiel bei den Heuballen. Obwohl man auch sagen muss, dass das jetzt schon verbessert wurde. Also als ich das Spiel bzw. das DLC ganz am Anfang hatte, da war ja wirklich, das war ja teilweise schon ziemlich anstrengend, da den richtigen Punkt zu erwischen, damit die Fortschrittsanzeige Einsatz abgeschlossen. Ja, passt wunderbar. So, dann haben wir wieder Geld bekommen, 768 Euro Lohndienstleistungsumsatz. Immer noch ein sehr schönes Wort. Und was ist jetzt mit den Pylonen? Bleiben die jetzt hier stehen oder? Okay, anscheinend bleiben die so stehen. Dann soll es für mich recht sein. Und leider hat es jetzt wirklich nicht geklappt mit dem Einsatz mit der Katze. Ich denke mal, wir werden das nochmal probieren in der nächsten Folge dann. Ich möchte das jetzt nicht noch in dieser Folge machen, sonst wird sie zu lang. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so interessant für euch als Zuschauerin und Zuschauer. Daher, wie gesagt, werden wir das dann in der nächsten Folge wieder machen, die wird dann im Laufe der nächsten Tage erscheinen. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst auch sehr gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt alle noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.